Dein Name ist Lennart Schibora, du bist 21 Jahre alt, geboren in Berlin und vom Beruf Fußballprofi. Du bist unter Vertrag bei Atalanta Bergamo momentan und deine Position ist linker Verteidiger. War das alles so korrekt? Das war alles korrekt. Wann hast du mit Fußballspielen angefangen? Hast du da noch Erinnerungen dran? Ich habe mit 4 Jahren angefangen. Wie lief das ab? Also hast du davor schon im Garten gekickt oder bist du direkt in den Ja, Verein? ne, ich habe einen großen Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich, mein Bruder Michael. Und der hat halt mit Fußball angefangen bei uns zu Hause im Dorfverein bei Eintracht Wandlitz. Und ich habe halt immer so ein bisschen zu meinem großen Bruder aufgeschaut und wollte halt direkt auch da mitmachen. Und dadurch, dass mein Bruder 6 war, als er angefangen hat, durfte ich einfach mitmachen, als ich vier gewesen bin. Und ja, so hat mein Weg angefangen. Hast du denn schon immer Linksverteidiger gespielt? Nee, das hat sich erst geändert, als ich bei Energie Cottbus gespielt habe, bei meinem Trainer Bernd Deutschmann, das weiß ich noch. Das war in der U14 oder in der U15, wo ich eigentlich linkes Mittelfeld und sogar manchmal Stürmer gespielt habe, als er dann zu mir meinte, Lennart, heute spielst du mal Linksverteidiger. Das war für mich natürlich zum Anfang ein Schock, weil ich Stürmer gewesen bin und immer offensiv und Tore und so und so. Und dann war ich auf einmal Linksverteidiger, war für mich natürlich unverständlich, aber jetzt im Nachhinein bin ich ihm dafür sehr dankbar, dass er damals die Entscheidung getroffen hat. Wie lief das ab damals? Du bist ja zu Union gewechselt. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass als ich bei Motor Eberswalde gespielt habe, das hieß, es gab Stützpunkte und da wurden dann die besten Leute aus dem Landkreis und ich war dann im Landkreis Barnim und dann gab es noch Märkisch-Oderland und die ganzen Landkreise und da gab es dann halt mal Turniere, wo die Landkreise gegeneinander gespielt haben und da so habe ich mich dann in den Fokus von Union gespielt, bis sie mich zu einem Probetraining eingeladen haben, wo ich dann hingegangen bin. Genau, und dann wurde ich angenommen. Dann bist du in der oder nach dem ersten U17-Jahr nach Gelsenkirchen, also zu Schalke 04 gewechselt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie da der Kontakt zustande kam und wie du dich dann dafür entschieden hast? Genau, da gab es immer. Einmal pro Jahr gibt es ein Turnier in Duisburg, in Duisburg-Wedau, da wo sich alle Bundesländer, wo alle Bundesländer gegeneinander spielen. Ich habe halt mit Energie Cottbus für Brandenburg gespielt, mit meinen Jungs aus Cottbus und vielleicht noch von anderen Vereinen, die auch in Brandenburg waren, immer die besten Leute. Und dann hat man da gegen Baden-Württemberg oder auch mal gegen Nordrhein-Westfalen gespielt. Genau, und da hat man dann 4, 5 Spiele. Und ja, so bin ich dann in den Blickpunkt von einigen Mannschaften von einigen Leistungszentren gerückt, wo ich mich dann am Ende für Schalke entschieden habe. Wie kam es denn dann dazu, dass du nach Holland gegangen bist? Ja, aufgrund von Frank Wormuth, denke ich, das ist ein deutscher Trainer, der hat auch im DFB gearbeitet, beim DFB, bei der Nationalmannschaft. Gekannt habe ich ihn noch nicht, aber er kam mal zu einem Spiel gucken, als ich in der U19 gespielt habe und wir sind danach mal was essen gegangen, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ich bin dann auch einige Tage später nach Almelo gefahren, habe mir das alles angeguckt, wurde herumgeführt, mir wurde das Stadion gezeigt, habe mit den Verantwortlichen gesprochen und die haben mir eine gute Perspektive aufgezeigt. Und aufgrund dessen bin ich dann nach Holland gegangen. Ja, und dann kam vor jetzt mittlerweile einem guten halben Jahr dein Wechsel zu Atalanta Bergamo. Hast du damit gerechnet? Nee, gerechnet habe ich damit nicht, um ehrlich zu sein. Wie sind denn die Hintergründe von dem Wechsel gewesen? Ja, zu dem Zeitpunkt, also letzten Sommer bis zu dem letzten Winter, habe ich halt eine gute halbe Saison gespielt, habe einige Assists gemacht und ein paar Tore geschossen. Genau, und ich war im engen Austausch mit meinem Berater, mit der Agentur und wir waren halt im ständigen Austausch, was für mich das Beste sein könnte, ob ich bereit bin für den nächsten Schritt oder ob ich noch bleiben sollte, genau. Und dann wurde mir von dem Verein erzählt, hat sich natürlich interessant angehört und ja, natürlich kannst du denn in meiner Meinung nach auch nicht ausschlagen, wenn ein italienischer Erstligist, der in der Champions League spielt, anklopft, dann ist schwer nein zu sagen. Der Plan in Bergamo war ja ursprünglich, dich quasi jetzt über die Rückrunde aufzubauen, sodass du dann im
in der kommenden Saison ein vollwertiges Mitglied des Kaders ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich jetzt erstmal hinfällig. Hast du mit den Verantwortlichen in Bergamo schon gesprochen? Wie sieht jetzt der neue Plan quasi aus? Ich bin jetzt, um ehrlich zu sein, selbst gespannt, wie das alles abläuft, weil wie du schon gesagt hast, der Plan war es, mich ein halbes Jahr aufzubauen und dass ich in die Abläufe reinkomme, langsam die Sprache lerne. Genau, und das fällt jetzt alles weg. Mein Lehrer ist weggefallen aufgrund von Corona. Ich muss jetzt online lernen, um ehrlich zu sein, das ist was ganz anderes. Das Training ist für eine lange Zeit weggefallen, die Spiele sind weggefallen. Das heißt, so wie der Plan gemacht war, ist er auch wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Deshalb bin ich jetzt einfach gespannt, wie es läuft und kann dir auch dazu noch nichts sagen. Ich bin selbst gespannt. Bergamo spielt ja meistens 3-4-1-2, also zumindest unter Gasperini, das heißt eben eine Dreierkette in der Abwehr und ein Vierer im Mittelfeld. Wo würdest du denn jetzt mal angenommen, dass der Fußball wieder losgeht und du dann auch zu Einsätzen kommst, wo würdest du da deine Rolle sehen? Na, auf jeden Fall in der Viererkette ganz links. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen, deine Rolle da dann im Vergleich zu einer klassischen Viererkette? Ja, auf jeden Fall mehr Laufarbeit. Und auch mehr ist mehr offensiv gerichtet, die Position, aufgrund, dass du auch mal weiter vorne bist, ist logisch, weil wenn du deckst alleine die Seite ab, das heißt, du bist Verteidiger, aber auch Angreifer gleichzeitig mit der Position, weil wir nur einfach außen besetzt sind und nicht zweifach. Was magst du lieber, den klassischen Linksverteidiger oder so einen, den du auch offensiver bist? Das macht für mich keinen großen Unterschied. Ich komme mit beiden Formationen ganz gut klar. Ich habe auch schon beide Formationen vorher gespielt und ja. Lennart, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und kein Problem. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für die jetzt restliche Saison bei Bergamo. Dankeschön.